Ja, hallo. Hallo, liebe Sigrid. Wir sind hier in Barlow in den Niederlanden auf der diesjährigen Konferenz von Earth. Und ich bin ganz froh, dass du Zeit hast, einen Moment in diesem sehr busy Schedule hier, dass wir uns einen Moment unterhalten können. Du bist ja schon lange im therapeutischen Bereich tätig, ne? Ich weiß, dass du Expertin bist für Homöopathie. Wie lange machst du das schon? Mit Homöopathie arbeite ich 20 Jahre, beschäftige ich 30. Mhm. Und kenne mich auch gut aus mit Energiearbeit, Familienstellen, Traumaarbeit, Reiki. Ganze Palette. Und so weiter, ganze Palette. Und wann bist du auf Regressionstherapie gestoßen? Ich bin 2012 Regressionstherapie gestoßen. Vor allen Dingen auf TASSO, transpersonale Regressionstherapie. Da wusste ich sofort, das ist was für mich, weil ich an meiner eigenen Geschichte mit 21 nach Indien gegangen bin und mich dort zu Hause fühle, mehr als in Deutschland. In Auroville wohnst du. Ja. Und von daher, transpersonal guckt dann halt mal an, was jetzt nicht aus meiner Biografie erklärbar ist. Ja. Und deshalb war es so meins. Ja. Was bedeutet transpersonal für dich? Also was ist dieser Aspekt, wo dieser Begriff transpersonal so für dich steht, der dich so anspricht? Was steckt da drin? Dass es eben größere Zusammenhänge gibt als die direkte Familie. Ja. Das heißt natürlich auch die größere Familie. Ja. Das heißt natürlich auch sowas wie Past Lives. Mhm. Und die Seelenwanderung über viele Inkarnationen. Mhm. Also für mich hat die Gesundheit mit der eigenen Familie, den Generationen, den Past Lives und dem homöopathischen Aspekt zu tun. Ja, und wenn du es jetzt vergleichst mit den vielen verschiedenen Sachen, die du auch schon vorher an Methoden angewandt hast, was ist das, wo du sagst, dafür ist die Regressionstherapie etwas, da wende ich die an. Da ist das meine Methode der Wahl. Natürlich ist die Regressionstherapie die Methode der Wahl für alles, was das Seelische angeht. Ja. Die großen Lebensfragen. Mhm. Und für alles, was sonst gar nicht erklärbar ist. Mhm. Das ist ja auch immer viel. Und es ist auch Energiearbeit. Mhm. Und es grenzt natürlich an zum Beispiel Familienstellen. Ja. Man kann auch sowas Ähnliches in der Regressionstherapie machen, aber man kann es halt auch als Familienausstellung machen. Beides hat Vor- und Nachteile. Ja. Es grenzt an innere Kindarbeit. Auch hier gibt es Berührungspunkte. Und Regressionstherapie ist immer die Therapie, die am meisten das innere Wissen und das sozusagen das innere Informationsfeld des Klienten erweitert. Ja. Es wird so begleitet, dass sich die eigene Information erschließt. Ja. Und das geschieht durch eben eine gute Begleitung. Mhm. Von daher, wenn das möglich ist, ist das die einfachste und direkteste Methode, meiner Ansicht nach. Wenn das jetzt nicht so möglich ist, dann kann man auch andere Methoden anwenden. Also du meinst, wenn es nicht möglich ist, mit dem Klienten so zu arbeiten? Oder wann? Ja, wenn der Klient ein ganz begrenztes Glaubenssystem hat und zum Beispiel nicht an Past Life glaubt oder an Familiengenerationen, dann sieht das vielleicht in der Familienaufstellung deutlicher, was andere ihm spiegeln, als wenn er da selber hingeht. Ne? Okay. So. Was war das Beeindruckendste, was du erlebt hast im Setting einer Regressionstherapie, sei es in der Ausbildung oder einer, die du selbst erlebt hast als Klient oder Therapeut? Was war deine beeindruckendste Erfahrung? Ja, was ich schön finde, ist natürlich, dass bei TASSO auch viel Selbsterfahrung gemacht wird. Ja. Einfach daraus basierend, das, was ich selber erfüllt, erfahren, gelöst habe, kann ich auch bei anderen begleiten. Mhm. Meine beeindruckendste Erfahrung, muss ich sagen, war das Homing. Ja.
Also war eine Session, in der ich meine Seelenwanderung zurückverfolge und eine große Integration gespürt, wahrgenommen hat, die, glaube ich, die letzten Jahre mein Leben ziemlich vervollständigt hat. Wow. Die mir viel Frieden gegeben hat, die mir viel Selbstvertrauen gegeben hat, die mir viel Vertrauen in meine Intuition gegeben hat. Ja. Die, ja, also das ist, es sind natürlich subtile Dinge, aber sie spiegeln sich halt auch ganz direkt in Ereignissen im Außen wieder. Jetzt muss ich mal nachfragen, war das im Rahmen deiner TASSO-Ausbildung? Ja. Ja. Da gibt es ein Modul zu dem Thema. Ja, das ist eins der letzten Module, das speziell unterrichtet wird für die angehenden Therapeuten, damit sie eben auch diesen Background haben, ne? Dieses Wissen und auch die eigene Erfahrung. Ja. Du hast die TASSO-Ausbildung abgeschlossen. Jetzt gibt es Leute, die vielleicht gerade überlegen, soll ich das machen? Was würdest du denen raten? Gibt es irgendwas, was du denen mitgeben würdest, als, vielleicht als Entscheidungskriterium oder irgendeine Art von Tipp? Also ich habe die TASSO-Ausbildung gemacht, weil ich das in der Praxis anwenden wollte, was ich natürlich auch tue. Ich habe sogar die Lehrerausbildung gemacht, weil ich auch gemerkt habe, dass ich auch persönlich davon sehr profitiere. Mhm. Und auch beim zweiten Mal habe ich noch persönlich sehr viel davon profitiert. Das ist auch auf jeden Fall ein Grund, die Ausbildung zu machen. Mhm. Und dann ist es schön, vor allen Dingen, wenn man schon mit Patienten oder mit Menschen arbeitet oder schon in dem Feld irgendwie tätig ist, sei es als Physiotherapeut oder als Psychologe oder als Heilpraktiker, weil man einfach nochmal einen größeren Blick darüber bekommt, was so sein kann und wie damit arbeiten. Also so ein größeres Bild davon bekommt. Mhm. Weit über das hinaus, was andere Therapien so angehen. Ja. Hast du dir auch andere Ansätze der Rückführungstherapie oder Regressionstherapie vorher angeguckt oder war von vornherein klar, es wird TASSO? Ich habe mich mehrere Jahre mit einer anderen Methode beschäftigt. Mhm. Da waren wir hauptsächlich damit beschäftigt, überhaupt in Bilder und so zu kommen. Ja. Was dann, das haben wir dann gelernt, das ging relativ gut. Und wir haben also viel Zeit und wunderbare, nette Momente in so mit 10 Leuten uns fast wöchentlich getroffen und haben miteinander gearbeitet. Mhm. Aber leider waren das halt schöne Sessions, aber nur wenige davon brachten Transformation im Alltag. Was hat da gefehlt? Da hat das Verständnis gefehlt, dass neben der Wahrnehmung einer anderen Realität oder eines Momentes in der Kindheit, den ich erstmal so vergessen habe, dass da bestimmte Heilungsschritte nötig sind. Das wussten wir nicht. Und das ist gerade in TASSO die Stärke. Ja. Das ist eine ganz systematische Aufarbeitung der neu oder wieder aufgedeckten Erkenntnis ist. Ja. Dass nicht die Erkenntnis selber erreicht, manchmal schon, meistens aber gehören gewisse Schritte zur Heilung hinzu, um eine neue Perspektive einzunehmen. Hm. Ja, du und dann gibt es auch die Veränderungen im Leben. Ja. Sonst war es einfach nur eine schöne Reise. Ja. Ein paar Stichworte zu, was für Techniken kommen da bei TASSO dann dazu, die mehr sind als das reine in Bilder gehen. Einfach so, dass man mal sowas hört, sowas, was es da noch geben kann, quasi. Zum Beispiel, dass in der inneren Kindarbeit angeguckt wird, was habe ich denn damals für mich beschlossen und wie sich das jetzt auf mein Leben ausgewirkt hat. Zum Beispiel im Aufarbeiten von Unfällen, auf welchen Ebenen hat sich da was verändert, bewusstseinsmäßig, Aura, was passiert in der Aura, was habe ich dadurch verloren oder ist was dazugekommen. Oder in der Past-Love-Arbeit nun wirklich nochmal den Todesmoment anzusehen und zu gucken, was hat sich seither übertragen. Ja. Und ja, das, also
Da kann man sehr präzise Arbeit machen. Ja. Ist nicht immer nötig, aber wenn Dinge sich sonst nicht lösen, hat man die richtigen Werkzeuge dazu. Ja. Sehr spannend. Ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Und dann noch einen schönen Nachmittag dir. Ja.